Unser heutiger Studiogast ist eigentlich Fußballprofi. Seine Karriere begann im Spanienurlaub und er durfte sein Talent bereits gegen Manuel Neuer und Heiko Westermann unter Beweis stellen. Ich begrüße ganz herzlich beim Elbkick TV Talk Pascal Nägele von Kurs Lack Neuengamme. Hi. Pascal, hi. Schön, dass du da bist hier auf der sagenumwobenen Couch von Elbkick TV. Die Gerüchteküche brodelt. Bist du froh, hier zu sein? Na klar, auf jeden Fall. Schön. Also wir sind auch sehr froh, dass du hier sein durftest und hier bist, weil eigentlich dürfte Pascal Nägele hier heute nicht sitzen, denn zu Beginn dieser Saison hattest du eigentlich bei einem Regionalligisten unterschrieben, bei Hessen Kassel. Genau. Doch in der letzten Minute ist da was schiefgelaufen. Was ja. war? Also es hatte mein Berater alles geregelt und ich war dann halt dort und habe auch unterschrieben. Und das war halt eine einseitige Unterschrift erstmal nur von mir. Und dann war das so, dass sie sich bei mir melden wollten, wenn das Training beginnt, wenn die Vorbereitung komplett losgeht und sowas. Und eine Woche vorher habe ich mit meinem Berater telefoniert, um zu erfahren, wo meine Wohnung ist. Und ich wollte mir die Stadt mal angucken, Trainingsweg und was man halt so macht. Und ja, dann sagte er mir, dass das wohl einige Unstimmigkeiten im Verein gab. Und dass außer mir noch, ich glaube, 7 oder 8 andere Spieler, wo Unstimmigkeiten zwischen Sportdirektor und Trainer gab, die sie dann doch nicht unter Vertrag nehmen wollten und wo der Vertrag dann aufgelöst wurde und mir dann mitgeteilt wurde, ich solle mir doch bitte einen anderen Verein. Also es ist sehr, sehr schade, sehr dumm gelaufen, aber gut, kann man nicht ändern. Ja, und das auch kurz vor Trainingsbeginn, genau. Eine Woche vorher. Ich meine, wie groß ist da die Enttäuschung bei einem Fußballer, der sich eigentlich schon darauf einstellt, bei einem Verein zu spielen und wenn es dann nicht klappt? Ja, sie ist natürlich riesengroß. Also ich war richtig enttäuscht, ich war den Tränen nah auf jeden Fall. Und es ist natürlich so, dass eine Woche vor Vorbereitung so ziemlich die Kader zu sind normalerweise. Es ist halt richtig schwer, noch was anderes zu finden. Und dementsprechend ist es halt auch gelaufen. Und dann habe ich über Freunde von mir Kontakt zu Kurs Lack aufgebaut und bin da auch sehr zufrieden, sehr glücklich. Das Umfeld ist top, wir haben eine geile Truppe, geile Spieler, nicht nur fußballerisch. Und ich freue mich auch, jetzt da zu sein. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Schritt gewesen. Und wie hat das dann nochmal geklappt, kurzfristig, dass du dann gewechselt bist? Kanntest du da jemanden oder wie bist du dann zu Kurs Lack gekommen? Ein Freund von mir kannte dort Marco Tetz und er hat das dann mit ihm besprochen und dass ich dann mal 2, 3 Tage mittrainiere. Das habe ich dann auch gemacht und der Trainer sagte dann zu mir, ob ich mir das vorstellen könnte. Ich habe gesagt, natürlich, ich fühle mich hier sehr wohl. Und dann sind wir uns so einig geworden, Verein und ich. Okay, jetzt spielst du bei Kurs Lack Neuengamme, ein Hamburger Traditionsverein und hast dich gut eingelebt in die Truppe. Ja. Ihr spielt ja momentan auch ganz gut mit. Ihr seid momentan Tabellendritter, 9 Siege aus 15 Spielen. Richtig. Wie sieht's aus so in dieser Saison? Steigt Kurs Lack Neuengamme am Ende der Saison auf, dann spielst du doch in der Regionalliga? Also das Ziel ist natürlich gegeben, dass wir auf jeden Fall Top 3 wollen wir schon. Das ist unser Anspruch, sollte auch sein, rein von den fußballerischen Qualitäten, die wir in der Mannschaft haben. Aber man weiß halt nie, wir haben momentan leichte Probleme auswärts, da punkten wir nicht genügend. Aber heimstark sind wir, wie die letzten Saison, wie ich das verfolgt habe, auch vom Kurs Lack, wie immer. Also wenn das weiter beibehält, wenn wir das beibehalten können und auswärts auch den einen oder anderen Punkt machen, dann denke ich schon, dass wir auf jeden Fall oben mit dabei sein werden. Okay, Kurs Lack Neuengamme am Ende der Saison auf jeden Fall Top 3 und nur an den Auswärtsspielen, an den Auswärtssiegen müsst ihr noch ein bisschen feilen. Genau sieht's aus. Okay, Pascal Nägele, das ist ein Name, mit dem sich vielleicht viele Amateurfußballer vielleicht auch mal identifizieren wollen würden, denn du bist 22 Jahre jung und hast in deiner Karriere ja sehr viel erlebt, viel mehr als der ein oder andere Amateurfußballer hier aus Hamburg. Ja. Ich fange einmal so an, im Spanienurlaub, vor 7 Jahren war es, glaube ich, da warst du mit deinen Eltern und ja, du hast dann nicht wie jeder normale Mensch, sage ich mal, auf der faulen Haut gesessen und in der Sonne gebrutzelt, sondern du hast was getan. Ja genau, wir haben Freunde besucht in Spanien und ich habe damals bei ASV gespielt, in der C-Regionalliga und ich war einfach mal neugierig, wie ist das Niveau jetzt in Spanien? Und dann habe ich bei Valencia und bei Levante spontan mal Probetraining gemacht. Das kann man sich so vorstellen, Valencia ist der HSV und Levante ist das St. Pauli wie in Hamburg. Also wenn die Derbys da waren, dann ging das auch ganz gut zur Sache. Auf jeden Fall habe ich dann da bei beiden Mannschaften mal mittrainiert und meine Eltern hatten sowieso die Idee auszuwandern. Und dann hat mein Vater hat sein Geschäft verkauft, hat sich dort ein Häuschen gebaut und ja, dann ist das halt so zustande gekommen, dass beide Mannschaften wollten, dass ich dorthin wechsle. Nur Valencia wollte, dass ich aufs Internat gehe, durch das Problem mit der Sprache, dass ich kein Spanisch sprach und auch mit der Schule. Und ich habe mich aber dagegen entschieden, weil der Trainingsweg wäre 20 Minuten nach Valencia gewesen, aber wenn ich jetzt schon im anderen Land bin,
dann will ich eigentlich auch mit meinen Eltern wohnen, weil ich sowieso niemanden kenne. Und bei Levante war das genau was, knappe halbe Stunde zum Training. Und die haben dann halt gesagt, das ist kein Problem, ich kann auch gerne zu Hause wohnen bleiben. Haben das mit der Schule dann aber für mich trotzdem geregelt und dann habe ich mich so für Levante entschieden. Einfach weil es unkomplizierter war für mich. Okay, du hattest zwei Angebote, einmal von Levante, einmal von Valencia, beides spanische Oberligisten, Erstligisten. Richtig. Und dann hast du dich für Levante entschieden. Was war denn so der Grund, sage ich mal, damals, weil du ja beim HSV dann warst, in der Nachwuchsakademie, nicht beim HSV zu bleiben, sondern mit deinen Eltern mitzugehen? Lag das einfach am Alter, weil du sehr jung warst? Also warum Spanien und nicht der HSV? Also ich wäre auch gerne beim HSV geblieben, auf jeden Fall, aber das wäre halt so gewesen, dass meine Eltern im komplett anderen Land wären und ich war mit 15, ist man ja noch nicht gerade erwachsen, kann man sagen. Ich müsste dann hätte im Internat sein müssen und ich habe mich einfach dafür noch nicht reif und bereit gefühlt, dass ich diesen Sprung jetzt schon wage, halt auf mich gestellt zu sein. Man hat zwar Unterstützung und alles, es ist aber halt nicht dasselbe wie zu Hause mit der Familie zu leben. Und deswegen, das war halt einfach ausschlaggebend, dass ich sage, ich bleibe bei meiner Familie und ich habe einfach mal was Neues ausprobiert und die Entscheidung habe ich teilweise bereut, andererseits nicht und ja, es ist unterm Strich so gekommen, wie es jetzt ist. Und was hast du da genau bereut, wenn du sagst, du hast einige Sachen bereut, damals nach Spanien gewechselt zu sein? Ja, man hat schon oft Heimweh und man vermisst seine Freunde. Es ist halt was komplett anderes. Du kommst da hin und du kennst halt gar nichts. Du kannst die Sprache nicht mal. Und das ist halt, es ist ein ganz anderes Land. Es ist halt nicht Deutschland. Und es ist halt auch ein Unterschied. Viele Leute sagen Spanien, Sommer, Sonne, Meer, Strand. Natürlich, klar. Aber wenn man irgendwann dort lebt, dann wird das Alltag. Und dann ist das halt nicht mehr so was Besonderes, wie wenn man halt 14 Tage im Urlaub ist und jeden Tag in der Sonne brutzelt. Ne? Das macht man halt gar nicht mehr. Und dann hat man seine Pflichten, man muss zum Training gehen, man geht zur Schule. Man kann einfach es ist kein Urlaubsfeeling, man kann es so beschreiben. Okay, also auch dann bei dir der Alltag eingekehrt in Spanien, obwohl dich ja viele Fußballer, sag ich mal, beneiden um diesen Weg, dass du da die Chance bekommen hast, bei einem Erstligisten zu spielen. Du hast dann gewechselt in die U16 von Levante. Du hast alle Jugendteams durchlaufen. Genau. Und was würdest du sagen, ist so der größte Unterschied zwischen dem spanischen, in der spanischen Liga, den Jugendteams dort und der deutschen A-B-Bundesliga? Was ist so der größte Unterschied oder was ist dir am meisten so hängen geblieben? Also mittlerweile sind die B- und A-Jugendbundesliga ein bisschen enger geworden. Es gibt weniger Ligen und dadurch ist die Qualität natürlich auch gestiegen. Da sind mehr Top-Teams jetzt da. Und das war damals halt in Spanien auch schon so. Also da hat man jede Woche irgendwie ein Topspiel gehabt gegen Erst- oder Zweitligisten, gegen die Jugendmannschaften von denen. Und wenn man dann halt auch in Barcelona spielt, in Madrid spielt und, keine Ahnung, in Barcelona Mini-Stadi spielt und dann halt da beim Jugendspiel von 17-jährigen Jungs, dass dann da 4.000, 5.000 Zuschauer sind, das hat natürlich schon Feeling, wenn du da in die Tribüne hochguckst und die ist voll mit Leuten. Also es hat schon was, das ist eine geile Erfahrung, da fühlt man sich halt auch gut auf dem Platz. Vor allem, wenn man 16, 17 Jahre alt ist und dann dort die Kulisse dann miterlebt, die Motivation ist, glaube ich, dann auch eine ganz andere, riesig, spielen zu wollen. Riesengroß. Und wenn du dann halt auch die Namen kennst, die heutzutage auch richtig hoch spielen, Leute wie Christian Tello, Bojan Krikic, wenn die da auch mitgekickt haben, das hat schon was, das ist geil, echt. Okay, und 2009 war dann so eines der Highlights, sag ich mal, du hast dann im Trikot der Profis von Levante UD spielen dürfen und hast in einem Freundschaftsspiel, das habe ich vorhin schon erwähnt, gegen Manuel Neuer, Heiko Westermann, Benedikt Höwedes damals spielen dürfen. Genau. Da warst du 18, was war das für ein Gefühl? Es war halt Wahnsinn, also die kennt man normalerweise nur auf dem Fernsehen und dann stehst du auf dem Platz einen halben Meter neben denen und bis im Zweikampf und all sowas, das ist schon geil. Also ich bin teilweise mit dem Grinsen auf dem Platz rumgelaufen, das ist ein gutes Gefühl. Und wenn du auch eine Chance bekommst, ich hatte eine Riesenchance im Spiel, wo ich den Ball abgefangen habe, beim Pass von Höwedes auf Westermann und kurz ins Dribbling gegangen und abgezogen, aber Neuer war halt schnell unten, hat das Ding rausgefischt. Also war schon geil. Pascal Nägele gegen Manuel Neuer, hast ihn damals schon getestet, nicht schlecht. Und ja, war das sozusagen so ein Highlight aus deiner damaligen Zeit, dieses Spiel gegen Schalke 04? Na ja, auf jeden Fall. Also das war schon eines mit der größten Erlebnisse in meinem Leben. Also das kann man nicht jeden Tag sagen, das ist nicht was alltäglich, dass man so ein Spiel macht. Das war schon was richtig Besonderes. Und wenn zwei Tage später, ich habe nach dem Spiel noch mit Gerald Asamoah und Jermaine Jones gesprochen und wir haben uns dann noch Nummern ausgetauscht und ich bin dann noch zwei Tage später zu ihr ins Hotel gefahren. Dann habe ich spanischen Mitspieler von mir noch mitgenommen. Dann haben wir ein bisschen FIFA gezockt auf dem Zimmer und so. Und dann wurden halt auch immer mehr Spieler. Bordon kam noch hinzu und dann haben wir alle zusammen gezockt da. Das war schon geil und die Jungs sind auch lässig. Also das ist nicht. Die haben uns behandelt halt wie normale Menschen. Nicht, dass sie irgendwie hochnäsig oder was denken. Das sind so richtig geile Jungs dabei.
Okay, Pascal Nägele per Du mit den großen Namen des Fußballs. Ja, also wirklich, in deinem Alter hast du sehr, sehr viel erlebt. Und aus dieser Zeit stammt auch dein Spitzname Pascalinho, angelehnt an Ronaldinho, ein Vorbild von dir? Ja, auf jeden Fall. Also für mich einer der geilsten Fußballer, die es je gab. Und es kam zustande, weil dieses Linho, das ist ja so wie kleiner Pascal. Und der Zufall kam dann halt im ersten Spiel, was ich da mitgemacht habe, habe ich diesen Move von Ronaldinho an der Seitenlinie mal gemacht, diese Elastika. Und dann haben nach dem Spiel Mitspieler dann zu mir gesagt, oh, Pascalinho, hast du Ronaldinho nachgemacht und so. Und dann habe ich gesagt, ich habe es mal probiert. Ne? Und so ist er dann auch hängen geblieben und ja. Hast du denn mit Ronaldinho auch gemeinsam, dass du fließend Spanisch sprichst? Du hast mir erzählt, dass du dort in Spanien auch auf die Schule gegangen bist, genau, dass du das Fachabitur dort gemacht hast. Das heißt, du sprichst Spanisch fließend und die Sprache momentan jetzt hier, wenn du in Deutschland bist, setzt du die ab und zu ein, sozusagen als feuriger Spanier, da kommt man ja eigentlich ganz gut an. Also wie ist das so? Also das ist halt sowas Spontanes, weil ich bin halt sehr daran gewöhnt am Fußball und so und im Spiel flucht man dann halt mal auf Spanisch und so, aber mittlerweile setzt man das nur noch ein, wenn es gebraucht wird. Also ich hoffe, dass ich es auch nicht verlerne, so, ne? Ich hoffe, dass ich in Kontakt bleibe mit meinen Jungs da aus Spanien und dieser Zone und ja, also. Okay, du warst dann 6 Jahre in Spanien, hast bei Levante gespielt und dann ist dein Vertrag ausgelaufen. Genau. Was war dann der Grund, warum Pascal Nägele bei Levante dann nicht verlängert hat? Also es kam dazu, die wollten verlängern mit mir und ich hatte auch ein Angebot auf dem Tisch liegen. Das Problem war einfach, dass die Chancen von der zweiten Mannschaft in den Profikader reinzurutschen enorm schwer sind. Also es haben in den 6 Jahren, wo ich dabei war, es haben 2 Spieler geschafft. Einer davon ist mittlerweile ausgeliehen und der andere spielt relativ wenig. Und die Optionen sind einfach sehr schwierig, da sie die letzten Jahre erst in der zweiten Liga sind dann aufgestiegen und dann war es halt eher ein Abstiegskandidat. Das Ziel war immer Klassenerhalt. Und dann leiht man sich lieber Spieler aus mit Erfahrung, mit Alter und wo man weiß, die haben die Erfahrung für diese Liga. Und als junger Spieler ist es sehr schwer, dann reinzurutschen. Und das war halt einer der Hauptgründe. Trotzdem war Levante auch nicht ökonomisch so gut gestellt, dass sie jetzt gesagt haben, in der dritten Liga kann man gutes Geld verdienen, sagen wir es so. Aber wie gesagt, der Hauptgrund war einfach, dass ich ein Ziel verfolgt habe, irgendwie richtig in den Profifußball reinzurutschen und das habe ich einfach dort nicht gesehen. Also die sportlichen Perspektiven waren dann zu Ende, sag ich mal, für dich. Genau. Du wolltest mehr. Genau. Und dann ging es auch für dich auch an deine erste Profistation. Also du bist aus Spanien weggegangen, du bist nach Zypern gewechselt in die zweite Liga zu PAOK Gdynia und hast dort unterschrieben und hast ein Jahr dort gespielt. Richtig. Also es war eine richtig coole Erfahrung, auf jeden Fall. Fußballerisch ist das Niveau auch sehr, sehr gut. Also das ist gar nicht zu unterschätzen, wie man vielleicht denkt, Zypern zweite Liga, das ist mal Palim Palim. Also absolut nicht, das ist richtig gut dort. Nur halt viele Sachen außerhalb des Platzes und die Mentalität da, das ist halt sehr gewöhnungsbedürftig. Also der Lebensstil hat dir da nicht so zugesagt? Nein, also das war nicht so. Ich habe mich wohlgefühlt schon, aber es ist nicht so jetzt gesagt, dass ich möchte dort jetzt irgendwie sesshaft werden oder mehrere Jahre spielen oder auch leben. Also das wäre nichts für mich. Es ist wirklich, für mich wäre es ein Urlaubsziel und mehr auch nicht mehr. Und was ist aus dieser Zeit besonders hängen geblieben aus Zypern, Stichwort Wettmafia? Ja, also das ist schon ziemlich extrem dort, was teilweise außerhalb des Platzes abläuft. Also es ist viel, die nicht mit rechten Dingen ablaufen. Ich habe eine kleine Anekdote dazu mitgebracht. Es gab ein Spiel, ich konnte das in den Zeitungen nie lesen, weil ich halt kein Griechisch spreche, aber es wurde halt in einer Kabine erzählt und außerhalb hat man vieles davon gehört, dass ein Pokalspiel wurde wohl irgendwie manipuliert und da hat ein Erstligist gegen einen Zweitligisten gespielt und das war der Fall, dass dieses Spiel manipuliert war. Der Zweitligist führte in der ersten Halbzeit mit 2:0 und der Erstligist hat das Ding dann noch gedreht in der zweiten Halbzeit. Und das Besondere an der Geschichte ist halt, dass auf dieses Spiel, ein Pokalspiel auf Zypern, erste Runde, wurden Wetten platziert im Wert von eines Premier League Topspiel, Man City gegen Man United zum Beispiel. Und die Auszahlungen waren halt auch dementsprechend und der Wettanbieter hat komplett alle Konten eingefroren, um das halt erstmal nachzuprüfen und der UEFA das nachzuweisen, all solche Geschichten. Also es waren schon einige Dinge, die so abgelaufen sind dort. Also hat man auf jeden Fall gesehen, irgendwas kann da nicht mit rechten Dingen zugehen. Und wenn man als Spieler, sag ich mal, hoch hinaus will und ambitioniert ist, dann kann man sich mit so einem Verein oder so einer Liga dann auch nicht identifizieren, oder? Nee, auf gar keinen Fall. Also wir kennen das ja auch. Also hier für uns in Deutschland ist das eigentlich ein Unding. Wir kennen sowas nicht. Auch in Spanien kannte ich sowas nicht. Dass du jetzt einfach so hörst von wegen, ich weiß nicht, ich stelle mir das jetzt so vor, dass der Presi vielleicht in der Halbzeit in die Kabine kommt und sagt, Jungs, wir müssen das Ding noch verlieren.
Ich weiß nicht, wie es anders ablaufen soll, aber ich persönlich könnte das nicht. Ich würde sagen, wechseln Sie mich aus. Ich kann jetzt hier nicht mit 20% weiterspielen, damit die Gegner das Ding gewinnen. Okay, das ehrt dich auch als Fußballer auf jeden Fall. Aber was nimmst du trotzdem aus dieser Zeit auf Zypern mit? Ich habe gelesen, dass du gesagt hast, dass dieses Jahr sehr wertvoll für deine sportliche und auch persönliche Entwicklung war. Ja, also ich habe halt, wie gesagt, dort mein Englisch ist sehr gut geworden, weil ich das ganze Jahr nur Englisch sprechen musste. Und das ist ja halt auch eine Hauptsprache dort. Und fußballerisch habe ich mitgenommen, dass ich halt eine sehr, sehr starke Mannschaft, wir haben auch um die Playoffs mitgespielt, für den Aufstieg in die erste Liga. Und das fußballerisch war halt sehr gut. Ich hatte 5 Mitspieler, die haben Champions League-Erfahrung gehabt, da haben 2 bei Apoel, 2 bei Porto, 1 bei Sofia gespielt. Von denen konnte man sich viele Dinge abschauen, vor allem, weil einige auch meine Position gespielt haben. Und das war halt eine Erfahrung wert. Und die haben auch neben des Platzes manchmal Tipps gegeben und was kann man besser machen. Und auf solche Spieler schaut man schon. Auch wenn die Nationalmannschaft eingeladen wurden, das waren jetzt halt, zum Beispiel einer war Litauer, der hat dann irgendwie 50 Länderspiele auch für Litauen gemacht. Und von denen schaut man sich dann halt auch schon so ein paar Griffe und Kniffs, schaut man sich ab. Also für einen jungen Spieler wie dich, natürlich Gold wert, dann auf Zypern zu spielen, in dieser Liga zu spielen. Da hast du auf jeden Fall einiges mitnehmen können, hast Kontakte gesammelt. Also die Zeit ist auf jeden Fall nicht negativ in deiner Karriere. Nein, auf gar keinen Fall. Also vor allem fußballerisch habe ich viele Dinge gelernt und mitgenommen. Und auch persönlich und privat. Man reift natürlich, wenn man allein im anderen Land lebt und auf sich selbst gestellt ist, dann wird man auch selbstständig. Und diese Erfahrung, die du gesammelt hast in Spanien, auf Zypern, darfst du jetzt in der Oberliga einsetzen. Genau. Natürlich für uns ein Glücksfall. Endstation Oberliga oder willst du noch mal ins Ausland? Das kommt drauf an, was kommt, ne? Also ich bin für alles offen, auf gar keinen Fall, auf jeden Fall, dass ich noch mal angreife. Ich habe auch vor, in der nächsten Saison, Wenn es mit Kurs Lack klappen sollte, aufzusteigen, wäre das eine super Option, auch da zu bleiben. Andernfalls will ich halt sehen, dass ich vielleicht fußballerisch nochmal angreife. Ich bin noch jung. Nebenbei will ich jetzt vielleicht anfangen zu studieren, mir ein zweites Standbein aufzubauen, weil man weiß ja nie, was passiert. Aber fußballerisch denke ich, nach oben ist da noch Luft, da kann noch was gehen. Also Pascal Nägel will noch angreifen, da geht auf jeden Fall noch was. Ist ein oder andere Angebot schon da? Im Moment noch nicht, nein. Okay, das ist eine kurz und knappe Antwort. Wir haben jetzt sehr viel fußballerisch von dir gehört. Dein Leben hat in den letzten Jahren fast so 100% aus Fußball bestanden. Wie sieht das so aus im Privatleben, der private Pascal? Was machst du da? Du hast gerade erwähnt, du willst dir ein zweites Standbein aufbauen. Genau. Was ist das genau? Ja, ich habe überlegt, wie gesagt, ich würde gerne zur Polizei gehen. Ich will dort vielleicht anfangen zu studieren, also im gehobenen Dienst. Und das nebenbei machen bei der Polizei Hamburg. Da hab ich die Bewerbung jetzt rausgeschickt. Und sollte das klappen, ich habe ja die spanischen Zeugnisse, die müssen jetzt erstmal beglaubigt werden und vereidigt und also nur Faxen. Auf jeden Fall will ich sehen, dass das dort klappt und dann würde ich halt das Studium nebenbei machen. Das kann man ja auch, sollte sich der Standort, Spielort wechseln, weil falls ich nicht in Hamburg bleibe, kann man das ja auch weiter fortführen. Also das würde ich auf jeden Fall durchziehen jetzt erstmal. Also ein sehr ehrgeiziges Ziel. Du willst nicht nur fußballerisch glänzen, sondern auch dann im Beruf. Wo bist du sonst so in Hamburg anzutreffen, sage ich mal? Also bist du unterwegs, gehst du feiern, gehst du was trinken? Natürlich. Wie ist das so? Ja. Also klar, wie jeder würde ich sagen, oft auf dem Kiez. Also ich gehe gerne ins Mondu feiern. Und wenn ich feiere, dann halt auch richtig. Dann machen wir keine halben Sachen. Und ansonsten gehe ich halt auch gerne mit meiner Freundin mal weg, irgendwie entspannt. Spontan mal essen, Vapiano, sowas ganz Normales halt. Vielen, vielen Dank, dass du hier sein konntest heute und dass wir so viel kennenlernen durften von dir. Und als kleines Dankeschön bekommst du natürlich auch ein Geschenk, so wie alle unsere Zuschauer und auch vor allem unsere Gäste. Du bekommst das ultimative Elbkick TV Mauspad. Mhm. Da klickst du in Zukunft nur die richtigen Seiten an und natürlich. Jetzt für die kalte Jahreszeit von unserem Partner Do You Football eine Mütze. Die hält dich auf jeden Fall immer warm. Kommt beim nächsten Training sofort zum Einsatz. Okay, ja, mach auf jeden Fall Werbung für uns. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ich wünsche dir sehr viel Erfolg mit Kurs Lack, mit deinem neuen Verein. Ich hoffe natürlich ganz uneigennützig, dass du der Hamburger Oberliga erhalten bleibst, dass wir noch viel, viel von dir sehen. Und bleib gesund vor allem. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ciao, vielen Dank. Das war Pascal Nägele von Kurs Lack Neuengamme, ein Fußballtalent, das gegen den ein oder anderen großen Namen schon gespielt hat und sich jetzt mit 22 Jahren ein zweites Standbein bei der Polizei aufbauen will. Ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei beim Elbkick TV Talk. Tschüss und auf Wiedersehen.